krasse, böse Mucke, Alter. Und dazu das Miegebrabbel. Und mein Gebrabbel. Aber der Beat ist trotzdem nice. Ja, je nach Welt verändert sich der Soundtrack auf dem Titelbildschirm. Willkommen zurück zu Miitopia. Und wir machen weiter auf dem, wie heißt es, Flammbergpfad. Gibt's ja auch Flammkuchen? Lecker. Was ist das für ein Eingang? Eine Höhle? Eine feurige Höhle? Ich denke, dem ist so. Was geschieht? Oh mein Gott! Olima? Doc Brown? Und Steffen Hensler? Beim großen, weisen Mr. Bean? Ja, nice. Ich kann leider nur mit dir reden, denn die anderen haben keine Münder und wahrscheinlich auch keine Stimmbänder mehr. Ich weiß nicht, welche Organe genau der dunkle Fürst bei so einem, bei so einer Gesichtstransplantation irgendwie rüberholt, aber naja. Hä? Du bist das? Aha, Mr. Bean. Ich bin froh, dich hier zu treffen. Diese drei da sind Freunde von dir? Ja. Die sind herumgeirrt wie, nun ja, gesichtslose Hühner. Deshalb habe ich sie hier in Sicherheit gebracht. Ihre Gesichter sind gewiss noch in der Nähe. Bist du bereit für eine Rettungsmission? Mach ich doch glatt. Exzellent. Dann erlaube mir, bei dieser Mission mitzuwirken. Oh, der große, weise Mr. Bean hat sich dir angeschlossen. Bin ich mal gespannt, was der kann. Ich hoffe einiges. Oh, Hensler. Bald geht deine neue Show los. Ich muss dir helfen. Da ist dein Face. Okay, ich werde mal mit jedem reden, damit wir wissen, wo die Faces sind. Doc Brown. Nicht unweit anscheinend. Aha. Und Captain Olima. Du bist ja noch gar nicht so lange vermisst, aber dennoch. Aha. Da müssen wir was machen. Da gibt es auch was von Ratiofarm, oder? Ich frage mich halt immer noch, ob ich meine Dieb-Klasse für mein Miet zurückbekommen kann. Ihr habt mir zwar geschrieben, ja, aber bislang sehe ich das nicht. Abwarten, ich Klappspaten. Hopp los, Mr. Bean! Hoffentlich geht alles gut aus! Das sag ich dir. Hä? Von nun an kämpfe ich an deiner Seite. Oh, was für eine Erleichterung! Aber ich werde nicht meine ganze Kraft einsetzen. Wieso das denn nicht? Damit du auch noch was lernst. Du musst über dich hinauswachsen und noch stärker werden. Meine Rolle ist es nun, dabei über dich zu wachen. Immerhin mal was anderes, ne? Es hat sich ja schon krass wiederholt die ganze Zeit. Deswegen schön, dass wir jetzt nun irgendwie ein anderes Kapitel haben. Etwas, das anders aufgebaut ist. So, haut den Schurken auf die Gurken. Wie er nicht mal neben mir stehen mag. Wie die Feen irgendwie am Rand. Was? Ich schlaf ein? Warte, ich helfe dir. Blitz! Trotzdem muss ich den wohl in die Ruhe zu... Achso, wenn ich allein bin, geht's nicht. Tja, dann muss ich leider alles erdulden. Vor allen Dingen, die können ja die nicht angreifen, die am Rande stehen, wie Mr. Bean eben. Eine kleine Überraschung für dich, Blitz! Frecher Piekser. Ach, die haben ja kaum noch was. Dann. Den komischen Süßigkeiten-Törtchen oder was auch immer. Dreizack. Da brauchst du definitiv mal was Neues. Diebwaffe. Jetzt wird kräftig eingeheizt. Flammensäule. Ich sag's gerne nochmal, weil er jetzt ein bisschen präsenter ist. Die Stimme von Mr. Bean ist halt, weil er in Tomodachi Life so eine hohe Stimme bekam. Und das einfach nur, weil es extrem lustig war in dem Moment, in Part 1. Kennt ihr bestimmt. Part 1 von Tomodachi Life? Alter. Ich weiß gerade nicht, wie viele Aufrufe, aber viele. Ja. Was zum Ausgraben? Sieht aus, als wäre hier irgendwas vergraben. Dann mach mal deine Hände schmutzig und schau an, was es gibt. Nichts gefunden. Weitergraben, hä? Keusch, schwitz. Voll Banane. Ja, natürlich weitergraben. Vertraue deinem Gefühl, vertraue deinem Bauch, da muss was sein, es ist. Gold. Wie viel? Cool. Ach, naja.
Gut, ich meine, geschenkter Gaul. Oh, vor allen Dingen 78 und hat trotzdem die Zahl auf eine 100er Klasse, auf eine 100er Nummer rund gemacht. Genius. Mr. Bean hat einen tollen Modegeschmack. Wahrscheinlich eher auch sogar in seiner Serie, ja, da immer das Gleiche an. Ich glaube, der hat einen ganzen, Mr. Bean hat doch einen ganzen Kleiderschrank mit denselben Outfits. So wie Donald Duck. 30 Mal dasselbe nebeneinander im Schrank. Was ziehe ich heute an? So, Magic Kobold. Ihr habt mir einen krassen Tipp gegeben, ne? Wie schmeckt dir das? Hätte ich auch selber mal drauf kommen können. Normalerweise korrigiere ich die anderen Leute bei sowas, aber gedrückt halten. Oh Mann. Ihr habt recht, Leute. Was wäre ich ohne meine Abonnenten, ne? Ein Let's Player ohne Abonnenten. Ich würde es trotzdem noch machen. Aber ich glaube, ich hätte nicht so das Selbstbewusstsein über all die Jahre. Oder diese Selbstverständlichkeit. Es freut mich als Let's Player ja zu sehen, ich sag mal, wenn Leute meine Videos angucken, manche in die Kommis schreiben, dass sie die ganz gut finden oder auch wenn Kritik ist, ja, dann weiß ich genau, die Leute gucken das an und sehen, was noch besser geht und so. Und das ist eigentlich, ich mag das so an YouTube generell, das ist so ein Miteinander, so ein Austauschen. Manche sind natürlich auch ein bisschen ungehobelt, ne, die Hater, vor allen Dingen die sinnlosen Hater, aber konstruktive Kritik, wow, 104 Schaden. Ich hoffe, ich bin nicht so weit gegangen. Konstruktive Kritik immer gern gesehen, ja. Man hat ja nichts davon, wenn man nur Lob bekommt. Nur Lob ist ja wirklich auch dann irgendwo, da kommt man nicht weiter. Man wächst an Herausforderungen. So ist es halt nun mal. Warum habe ich das Thema jetzt angefangen? Abonnentlose Let's Player. Okay. Das wäre ich nur ohne meine Abonnenten. So entstand das. Okay, wir haben Mr. Bean dabei, aber ich muss ihn nicht verköstigen. Koboldschinken, nicht sonderlich. Gibt's irgendwas, was dir schmeckt? Alter. Das ist dein Ernst. Das Einzige, was er runterkriegt. Dann will ich dich nicht quälen, mein lieber Freund. Könnte ich denn jetzt in die Spielhalle? Moment, was gibt es denn an Preisen? Reisetickets Komfort. Es gibt aber doch noch Luxus. Mumienkostüm. Dörrmumie. Es sieht mir nicht so gut aus, der Zeitpunkt, meine Spielscheine irgendwie loszuwerden. Wir schauen nochmal weiter. Wenn ich erstmal ein zweites Teammitglied habe. Wobei, die Teammitglieder 2 und 3 in Form von Hänsler und wer war es noch? Ne, der Hänsler war weit weg. Olimar und Doc Brown waren ja relativ nah, möchte ich fast sagen. Um die kümmern wir uns zunächst mal. Ob Mr. Bean irgendwelche Geheimnisse hat? Oh, Teddy! Mr. Bean? Was gibt's denn? Wieso wirst du eigentlich der große Weise genannt? Oh, eine gute Frage. Ich streife schon seit langem als einfacher Magier durchs Land. Auf meinen Reisen habe ich den Leuten dieser Welt vieles beigebracht. So kam es, dass man mir mit der Zeit alle den Namen gab. Der große Weise, der große Große, eure Großweisigkeit, also was eben. Ehrlich gesagt, wäre mir das immer ein bisschen peinlich. Verstehe. Du bist echt cool, Mr. Bean. Ach nein, das ist mir jetzt aber echt peinlich. Er hat so einen leichten Bart, der Mii. Dabei hat der echte Mr. Bean doch überhaupt keinen... Also, der Charakter Mr. Bean hat doch keinen Bart, oder? Typisch englischer Humor. Ich hatte so eine Mr. Bean VHS-Kassette. Best of Mr. Bean von der Serie. Weil sich die schon unterschieden haben von denen, wie sie in voller Ausführung gewesen waren. Was gab's da für Sketche? Ich glaube, ganz berühmt von Mr. Bean ist halt, dass an Weihnachten, wo er den Truthahn auf dem Kopf hat, ne? Und die Nachbarin kommt rein und dann tut er sich das Kopftuch das zum Trocknen als... Oh, ich habe mir gerade die Haare gewaschen. Und dabei hat er den Truthahn und keine Ahnung, all sowas. Oder das Baby, das wegfliegt, wo er irgendwie babysittet oder was. Und mit Luftballons fliegt der Kinderwagen weg. An das erinnere ich mich. Und das Ende von dieser VHS-Kassette, das Geschichten aneinander reihte, aber eine insgesamt Geschichte erzählte, nämlich, dass Mr. Bean halt auf dem Dachboden Sachen ausräumt und halt Sachen findet, wo er sich dann an seine Erlebnisse erinnert. Und dann am Ende hat er halt dann auch sein Auto, ne, sein Mini auf dem Dachboden, der halt platzgewalzt wurde, weil er irgendwie im Parkverbot stand.
Und da kam die Parade mit einer Dampfwalze, glaube ich sogar, und hat den echt... Das war wirklich traurig, das war traurig. Oder wo er irgendwie morgens zur Arbeit muss, oder hat er überhaupt gearbeitet? Ich weiß es nicht. Und er ist halt mit dem Auto und hat sich die Zähne geputzt am Scheibenwischwasser und all sowas. Es war schon irgendwo lustig. Oder der Test, der musste irgendwie einen Test schreiben und hat halt versucht, von den Banknachbarn abzuschauen. Und ist dann auch eingepennt und am Ende ganz schnell und ja, waren schon... Vor allen Dingen als Kiddie fand ich Mr. Bean ziemlich geil. Vielleicht nicht jedermanns Humor, aber war ganz witzig. Ich erinnere mich an was, das war zwar nicht auf der VHS drauf, aber da hat er sich umgezogen am Badestrand und weil da jemand war, ich glaube da lag ein Mann mit Sonnenbrille, da hat sich Mr. Bean so geschämt, dass er sich umziehen musste vor ihm, weil es scheinbar keine Umkleiden gab oder was. Und da hat er sich ganz umständlich ewig lang umgezogen, indem er, und das war halt auch real, ne? Das war nicht geschnitten oder so, die Szene. Habe ich irgendwas für dich? Gar nichts. Ja, dann nicht, ne? Wenn ich will, der hat schon. Da hat er sich umgezogen, sodass er nicht seine, ja, primären Geschlechtsorgane offenbart hat. Also ganz kompliziert umgezogen, indem er Sachen anzieht, auszieht. Und am Ende war dann der Plot-Twist. Er ist fertig, hat sich komplett umgezogen, steht da in Badehose. Und dann steht der Mann auf, wegen dem er sich halt so umständlich umgezogen hat. Und stellt sich raus, es war ein Blinder. Er hätte es eh nicht gesehen. Mit blinden Stock und alles. Das war irgendwo witzig. Raschel, raschel, da ist was im hohen Gras. Was mag das sein? Nachschauen. Das ist eine kleine Miezekatze. Miez, miez, miez. Oh, wie süß. Was macht die Miezekatze hier auf dem Flammbergpfad? Mr. Bean hat einen tollen Modegeschmack. Oder im Parkhaus, ne? Wo er ganz schnell versucht hat im Parkhaus. Jetzt gibt es bestimmt ein Gesicht. Oh, das Gesicht von Doc Brown. Wo er im Parkhaus versucht hat, ganz schnell rauszukommen und gibt dann Gummi. Jetzt muss ich so nachdenken, fällt mir immer mehr ein. Oder zum Beispiel hat er sich einen Sessel über seinen Mini draufgespannt, also oben aufs Autodach. Und dann kam er auf die Idee, das ist ja so gemütlich da auf dem Sessel, auf dem Autodach. Hat sich eine Konstruktion gebaut, wie er dann vom Sessel auf dem Autodach Auto fahren konnte. Oh mein Gott. Da gab es auch den ersten Film, der war dann irgendwie gar nicht so witzig. Es gab aber später noch mehr Filme, Ich glaube, das war so ziemlich das Letzte, wo Rowan Atkinson, oder? Das ist, glaube ich, der Schauspieler. In die Rolle des Mr. Bean geschlüpft ist. Es gab irgendwie Mr. Bean macht Ferien oder. Da war er aber schon deutlich älter, ne? Aber immerhin. Da hat er auch mal so einen Geheimagenten gespielt und da Johnny Depp? Nee, ach, wie ist es denn? Johnny English, Mann! Aber das habe ich zwar als kleines Kiddie geschaut, aber dachte mir so, warum redet Mr. Bean? Und er ist so anders. Nicht lustig. Tja. Wenn ihr irgendetwas mit Mr. Bean anfangen könnt oder euch schon irgendwas erinnert, der übertreibt mal wieder, dann könnt ihr es gerne in die Kommis schreiben. Hopp, Dank! Wir haben noch gern geholfen, Doc Brown. So viel dazu. Schleimgelee Doppelstern. Vielleicht könntest du das mal essen heute. Das Gesicht von Doc Brown ist weg. Ja, es ist Richtung Port Grotto weggeflogen. Ob wir Doc Brown geholfen haben? Wahrscheinlich. Auf nach Port Grotto, um es rauszufinden. Das heißt doch, jetzt kommt ein Gasthaus. Ich kann noch nicht mal den Satz zu Ende sprechen, dann sind wir schon drin. Ja. Dumme Frage. Dumme Frage. So. Ja, da stehst du drauf. Okay, sollst du bekommen. Unglaublich lecker. Das war's dann aber auch schon. Ist in Ordnung, da kommen wir wenigstens ein bisschen vorwärts. Müssen nicht groß grübeln und überlegen. Ein Abenteuer jagt das nächste, ne? Port Grotto.
Jetzt gibt es sogar eine Verbindung hier zu dem Bereich. War da was? War da ein Face? Bei der Truhe? Ich glaube nicht. Erstmal holen wir uns den Kollegen. Der kann uns bestimmt so gleich helfen. Hi! Da gehe ich jetzt auch zurück, ey. Grundgütiger! Über Zurück und die Zukunft haben wir schon oft genug geredet. Kult. Einfach geniale Filme. Yippie! Ah, oh, mein Gesicht, es ist wieder da! Ich wusste, dass du mich retten würdest. Ich bin bereit zum Kampf. Ziehen wir in die Schlacht, Let's Play, Markus. Das erste Gesicht ist zurückerobert. Und wir waren keinen Augenblick zu früh. Brechen wir auf. Doc Brown hat sich dir angeschlossen. Ja, wenn der große Weise dabei ist, ne, da macht, dann heißt es, dass wir ernst machen, ne? Wobei, wenn der große Weise wirklich ernst machen würde, wäre der dunkle Fürst wahrscheinlich kein Problem mehr. Sollte das das Finale sein, was ich irgendwie nicht glauben möchte. Oh, Mumienkostüm, nice. Dann pimp dich mal. Sieht gar nicht mal so geil aus, aber ja. Über Mode lässt sich streiten. Was? Was zum Teufel? Einfach nur ein Kostüm abholen. Und gut ist, du hast 12 verschiedene Kostüme, die bevorzugte Kleidung der Unholde, gesammelt. Ja klar, schicke ich euch zusammen. Was los? Warum sieht er jetzt normal aus? Der hat doch eben noch eine andere Ausrüstung gehabt, oder wie ist es? Die ist auch da noch an. Hm? Und die anderen mag er? Nee, weiß er nicht. Mhm. Waldnüsse? Gut. Mehr haben wir auch nicht. Wenn ihr nicht kämpft, ne, da kann ich auch nichts dafür. Läuft bei uns also in dem Part? Sind wir gut fleißig unterwegs bislang, oder? Jetzt hätte ich mal schauen müssen, wo die anderen Faces sind. Ich glaube, hier oben war noch eins, oder? Ich denke schon. Zumindest in der Richtung. Was schon dieses Gebiet ist? Kein Plan, Leute! Oha, Experten, Profis, Anfänger. Komm, wir machen's richtig hart. Wobei, vielleicht sollte man den Weg wirklich erst laufen und gehen, wenn man zumindest die Teammitglieder ein paar zusammen hat. Bietet Hilfe an. Ja, dann lass uns zusammenreißen. Ah, guck mal an hier, von wegen Expertenweg. Das Gift von Doc Brown, wie hab ich's vermisst. So viel dazu. Waldnüsse. Reisen zählt nur eins. Freundschaft. Und der Fluxkompensator. Oh, die sind schon ein bisschen übler, ne? Furi. Und leuchten sogar schon. Oh mein Gott! Ich ruhe noch kurz meine Augen aus. Ja. Großer Weiser. Mehr Snacks hätten geholfen. Ich glaube nicht. So eine Kackbanane oder was hätte jetzt auch nicht geholfen. Naja gut, ich habe ehrgeizige Ziele. Die beiden haben was zu besprechen. Naja, ich habe ein Geschenk gekauft. Ja, nach der langen Wartezeit, bis man sich wiedergesehen hat, dass sie sich nicht austauschen. Was ist genau passiert? Wann hast du zuletzt die anderen gesehen? Und so, aber naja. Die werden wir bestimmt alle wieder treffen. Modernes Gemälde. Gerade von mir gemacht, Mann. Sudele. Bla bla. Haben sie gerade nochmal ihren Freundschaftslevel weiter erhöht? Habt ihr schon viel zusammen durchgemacht, nicht wahr? Tja, was bleibt mir noch zu sagen? Gehen wir eben den mittleren Weg. Anfänger? Nein, niemals. Fail. Aber das werden wir schon noch wieder gehen. Da mal keine Angst. Profis. Wobei so die Differenz, der Unterschied zwischen die Definition von Experte und die Definition von Profi
Ja, kann man sich auch drüber streiten. Und Impuls plus 1. Läuft, der ist ja richtig gut, ne? Besser als unser verdammter Unhold hier. Ich mag die Unhold-Klasse leider nicht so. Wusste ich natürlich vorher nicht, wie sehr Schaden die machen und. Aber probieren geht über studieren. Ich muss mich ins Zeug legen. Mach das bloß. Mach das bloß. Skelett A. Ja, läuft, Mann. Guck, das noch übelst drauf. Krasse Boys hier. Echt krasse Boys. Knochenkeks Stern. Goodie. Dunkelgreif. Er ist fast down, aber fast bedeutet eben nicht. Oh, steht noch. Könnte uns fast gefährlich werden. Fast heißt eben nicht. Wohl ein längerer Weg. 500. Wobei es von der Geografie wohl der kürzeste sein müsste. Aber da ist das Gasthaus. Schön. Alles klärchen. Wunderbärchen. Was hättet ihr gerne zum Nommen, Bratkeifchen? Naja, gut. Unzufrieden. Du standest auf die Waldnüsse. Gut. Dann sollst du die bekommen. Knochenkeks. Probier's. Die Mägen sind gefüllt. Ein Levelchen kriegen wir schon noch, ne? Auf jeden Fall mit unseren harten Boys, Mann. Angriff durch Nahrung um den Wert 25 oder mehr gesteigert. Mhm. Nur durch Nahrung, ne? Anders geht das nicht. Und ich glaube, hier gibt es dann noch ein Gesicht. Wozu braucht man so viele Gesichter? Für Facebook? Die eigentliche Intention hinter Facebook verstehe ich schon irgendwo. Hoffentlich finde ich bald das Gesicht von Captain Olimar. Auf was für ein Monster es wohl kleben wird? Ich freue mich ehrlich gesagt darauf, richtig darauf es zu erfahren. Halt, was sage ich denn da? Das ist eine ernste Angelegenheit und ich muss was dagegen unternehmen. Ja, wir halten zusammen. Bis das Ende kommt, von jetzt bis an Ende der Zeit. Wir halten zusammen, das weiß ich genau. Jetzt in aller Zeit sind wir zwei bereit. Zusammen bis ans Ende der... Olimar-Wolke, das ist die Antwort. Und das eben war ein Pokémon-Song. Falls sich jemand fragt, wo habe ich das schon mal gehört? Fetter Impuls. Ja, den müssen wir natürlich ernst nehmen, definitiv. Vorsicht, Doc Brown! Blitz. Ob der sehr effektiv ist auf eine Gewitterwolke? Eine gute Frage, wie ich finde. Der wird entlarvt. Wenn Mr. Bean erstmal wieder so ein 100 Dinger raushaut, gut, das würde ihn jetzt auch nicht, die Olimar-Wolke, auch nicht komplett aus den Socken hauen, aber es wäre mal so ein Anfang. Ups. Da, bitte! Brigitte! Kommt schon, Leute! Schön, dass der Gegner auch immer wartet, wenn wir unsere Streuer in aller Ausführlichkeit verteilen. Zack, Bomb, häng. Relativ gut aussehen. Mal sehen, wie viel er noch durchhält. Ja, da waren 100, aber trotzdem steht er noch. Da steht ja der Peter. Aber nicht mehr lang. Vor allem eine Wolke stehen, ne? Ist klar. Darf ich den Schluss
setzen? Vielleicht. Muhaha! Nicht übel, oder was? Hab Dank. Sehr gut, das Gesicht von Captain Olimar. Ich hätte ewig so weitermachen können. Dann mach noch ein bisschen mit, Doc Brown. Hoppla! Das war Nummer 2! Ja! Ich möchte möglichst bald Olimar sehen. Wir sehen ihn sicher bald! Auf nach Port Grotto! Einfallsreicher Name, wirklich. Port Grotto. Die Abschnitte hier, die Punkte oder Gegenden sind echt kurz, ne? Na gut, das eine hatte ein paar Abzweigungen, aber davon abgesehen sind viele. Da steht nur eine Truhe, da ist nun der Boss. Keine Ahnung. Wie oft wollen die das fragen eigentlich mitten im Part? 10 Minuten später, die fragen schon wieder. So, ihr habt Mr. Bean gehört, den großen Weisen, ab nach Port Grotto. Und dann spielen wir Lotto. Gibt sogar eine Abkürzung. Das ist gut. Alle hin, alle ran. Und dann können wir unser Blümchen befreien und erlösen. Im nächsten Part. Also schaltet einen Daumen hoch und bis dann und ciao.